So, YouTube. Willkommen zurück zu Throne of Liberty. Ich habe hier noch eine rätselhafte Notiz entdeckt. Wir waren alle sehr besorgt, dass die Dürre nicht enden wollte. Doch dann füllte sich der süße Klang des Donners unsere Ohren, der dem Land endlich Regen brachte. Ich bin mir sicher, dass Mafrion, der Herrscher über die Erde, meine Gebete erhört hat. Die Zauberer des Fürsten waren endlich hier. Sie haben versprochen, mehr Pflücker zu senden, um die Vögel zu verscheuchen, sobald der Regen aufgehört hat. Ich hoffe wirklich, dass uns dieses Jahr eine reiche Ernte erwartet. Hoffe ich auch. Okay, wir haben irgendwas erfüllt. In die Häuser und so kann man leider nicht rein. Das sieht aus wie das bei New World, der Flachs, den man ernten konnte. Hier ist die Windmühle, die wir von oben gesehen haben. Kann man aber auch nicht hochklettern. Oh, das wäre cool, wenn man sich so an den Flügel hangeln könnte. Mit F oder so, nicht? Aber die hat sowas nicht. Also ich mag schon mal, dass man überall raufhüpfen kann. Finde ich ein sehr wichtiger Faktor. Einfach um Quatsch zu machen. Oh, ich weiß, wie ich fliegen kann. Ich werde es nachher vergessen und mich ärgern, dass das Tutorial nicht mehr angezeigt wird. Ein Pumpkin. Aber sehr windig hier. Sehr, sehr windig. Oh, ein kleiner Bach hier. Hier gibt es auch noch ein Buch, oder? Ne. Doch, da. Ich hab's gesehen. Okay. Zu lang. Die langen Dinger lassen wir mal aus. Die könnt ihr alle selber gucken. Ist ja Early Access. Ne, nicht Early Access. Das ist Free to Play. Von daher kann ja jeder in das Spiel reingucken. Nur sehr lange Downloadzeiten. Sehr, sehr groß. Ich glaube, weiß nicht, 13, 14, 15. Ne, 31 oder so habe ich runtergeladen. Ich guck mal eben. Ich habe runtergeladen. Wo steht's denn? Normalerweise steht doch da, wie viel das Spiel hat. Eigenschaften, Updates, installierte Dateien. 63 GB Installationsgröße hat das Spiel. Ja, ist ein bisschen größer. Also für die, die es spielen wollen, nehmt euch ein bisschen Zeit mit. Oh, guckt mal. Die Kunde des liebstes Essen. Huhn nach koreanischer Art ist wirklich köstlich. Es schmeckt so gut, dass ich jeden Tag ein ganzes Huhn essen könnte. Diese Freude, die du bei einem großen Bissen frittiertes Huhn verspürst. Stell dir das nur vor, dieses saftiges Erlebnis in deinem Mund. Du würdest das doch auch probieren, wenn du könntest, oder? Programmierer G. Okay. Programmierer-Hinweise oder was? Die haben hier so ihre eigenen Notizen hinzugefügt. Das ist ja süß. Bei dir ist das Game 52% gedownloadet mit 60 GB angezeigt. Okay, 60 waren's. Dachte, ich hatte 30 gesehen, aber... Stellt euch halt drauf ein, dass es ein bisschen dauert. Schade ist halt, dass es keine deutsche Vertonung gibt, nicht? Aber guck mal hier. Oh, da hinten ist auch irgendwas. Ein Berg. Gut, die Wolken. Ist halt gerade kein Regen. Aber anscheinend scheint das Wetter dynamisch zu sein, weil hier steht klar leichter Wind. Und das ist Tag. 13 Minuten bis Nachteinbruch. Scheint also auch eine Sache zu spielen, vielleicht zu welchen Tageszeiten man in bestimmte Ecken und Regionen geht. Ah, hier können wir uns hochziehen. Wenn wir unten sind, ne, kann ich hier, zack. Solange wir uns da nicht wieder festbacken, Münze werfen. Okay, und was passiert dann? Etwas wünschen.
Und was wünsche ich mir? Eigentlich wollte ich War Thunder downloaden. Jo, kannst du ja auch machen. Hält dich ja nichts von ab. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so ein Kriegsspiel-Fan. Nicht Command & Conquer geht gerade noch so. Aber die anderen Sachen, so Panzer und so, ist nicht so meins. Wenn es ein Panzer-Tycoon geben würde, wo man eine Fabrik aufbauen müsste und Tycoon-mäßig irgendwie Warenketten und Umherbringung von Gütern, das wäre dann wieder okay. Aber so dieses Panzer-Taktik. Aber als ich jünger war, nicht, hatte ich auch ganz viel, nicht Zinnsoldaten, aber so diese Plastiksoldaten. Boah, hier viele Bücher. Oh, hier ist ein Bild, das ich gemalt habe. Woher weiß der, wie ich Bilder male? Roberto, was muss ich jetzt tun? Was? To earn guild coins, build your guild reputation through activities like carrying out guild contracts and giving donations. Okay, wir müssen Gildenansehen aufbauen, wenn wir unsere eigene Gilde gründen wollen. Okay. Haben wir noch nicht. Ich hoffe, man kann auch ohne eine Gilde beizutreten in so einem Spiel einiges erreichen. Bei WoW habe ich auch meine eigene Gilde nur gegründet, um nicht ständig Gildenanfragen zu bekommen. Weil selbst wenn es ein MMORPG ist, bin ich doch eher immer der Einzelspieler. Ah. Also ich muss sagen, grafisch. Ich hoffe, Kingdom Come Deliverance 2 hat auch solche coolen Orte. Oh, da kann man sich... Kommen wir da ran? Nicht von hier, nicht wahr? Okay, da kann man sich irgendwie langhangeln. Oh, im Brunnen ist auch sicher was. Oh, es gibt so viel zu entdecken, nicht? In so einem neuen Spiel. Gerade in so einem MMORPG. Klostergang. Also schöne, viele, liebevolle Details. Hier gibt es keinen Weg hoch. Schade. Dann immer in die Notiz mitnehmen. Gibt auch keinen Weg raus. Okay, das Kloster ist also am Ende der Stadt. Im Brunnen waren wir schon. Wir haben uns irgendwas gewünscht. Das hat nichts gebracht. Da ist das Stadttor, da waren wir schon. Da leuchtet doch was, oder? Nee, da leuchtet nichts, glaube ich. Ich gehe trotzdem reingucken. So geht das doch. Sicher, sicher. Nee, das ist nur ein Lichtschatten. Und hier auch. Oh! Wartet. Und jetzt? Kann ich das eigentlich verschieben? Nee. Nachteulenebenen. Okay, nicht mehr anzeigen. Sichere Zone. Okay. Wehrturm. Ah, da oben ist noch ein Kloster auch oder sowas oder eine Kirche. Hier wieder die Trainingspuppen. Aua. Anschlagbrett. Friedhof. Okay. Hier gibt es doch sicher auch das ein oder andere Buch zu holen.
Oder Entwicklernachricht. Oder. Oh, krass. Ah. Okay. Ah, see, I see, so ein I must leave oder so. Hier war doch eben was. Ich habe irgendwo was da oben. Da muss ich hin. Da können wir auf die Stadt gucken. Eines Tages wird sie mir gehören. Wow. Okay. Ich bin Batman. Und in der Nacht wache ich über Gotham City von hier oben. Und wenn das Signal am Himmel ertönt, dann komme ich euch zu retten. Ist da oben noch was drin? Glocke können wir nicht läuten. Ich frage mich auch, wozu habe ich hier oben eine Terrasse, wenn es keinen Eingang zur Terrasse gibt? Das ist ein bisschen komisch designt hier. Ein leerer Ölbehälter. Aha. Hier ist auch noch ein Heft. Das können wir mitnehmen. Da ist noch irgendwas. Ne, dann war es das. Ah, das war's. Okay. Die 330 Meter. Da gibt echt viel zu entdecken am Anfang. Hier können wir wieder runter. Ach so, hier sind wir hochgekommen. Okay. Da waren die Haken und sowas. Und dass man sich halt schneller bewegen kann am Anfang, ist doch, glaube ich, deutlich hilfreich. Ich meine, immerhin sind wir sterngeboren. Wir können das halt. Okay, manchmal geht er nicht aus dem Modus raus. Oh, ein altes Spinnenwebenhaus. Apropos Spinnenweben. Heute wollte ich aus meinem Zimmer rausgehen und drehe mich nochmal um und auf einmal kam von oben in Stückweise etwas Großes herunter. Ich kann so viel sagen, es hat nicht sehr lange überlebt. Aber ich war leicht in Panik, weil Spinnen gehen so gar nicht. Okay, von hier könnten wir runterfliegen. Aber dann fliege ich doch von oben runter, nicht wahr? Dann können wir richtig weit jumpen und einmal über die Stadt gleiten. Gibt's Fallschaden? Das werden wir jetzt herausfinden. Auf die Kirche kommen wir leider nicht nochmal rauf, oder? Aufs Dach. Oh, ich sehe noch was. Hahaha. Mein geschultes Auge. Zack. Oh, noch mehr. Oh, oh. Verdammt. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, was? Okay. Naja, dann müssen wir von hier springen. Hier ist auch Friedhof. Auch cool, dass man fliegen kann. Keiner mag Spinnen, nicht wahr, Hula? Na. No. Da ist der Markt. Da können wir doch mal runtergehen. Zack. Du musst unbedingt deine Fähigkeiten verbessern. Okay.
Bewohner. Jetzt habe ich natürlich die Orientierung verloren, wo wir schon über in der Stadt waren. Buch gesammelt. Sehr gut. Mit den engen Gassen hier, ich finde das klasse. Und es steuert sich wirklich gut bis jetzt. Noch ein Buch gesammelt. Sehr gut. Nur ist es manchmal ein bisschen unklar, so wie kann ich zum Beispiel, oder warum kann ich Sachen nicht wechseln, warum kann ich das nicht? Noch ein Buch. Wir machen richtig Strecke beim Büchersammeln. Ich kann mich auch gerade nicht wirklich satt sehen hier dran. Zack. Oh, noch ein Buch. Jawohl. Ich glaube, alle sind auf der Jagd nach Büchern so ein bisschen. Und wir wissen, die Entwickler sind ganz schön fies. Die legen die ja auch hier an der Seite hin. Ah, von hier kann man auch abspringen. Was ist das? Ah, das ist ein Punkt zum Hochziehen. Von unten oder so. Alles klar. Können wir hier hoch? Ne. Oh, da ist irgendwas. Ich hab's gesehen. Da oben drauf ist was. Auf dem Ding. Ich hänge. Da. Hä? Du musst doch einfach. Du musst einfach das Ding einsammeln. Sammel doch einfach die Notiz ein. Ich glaube, da war da ganz oben auch noch was drauf? Nee, da nicht, oder? Das war nur das Ding. Okay. Ah, hier ist schon ein bisschen ruckelig, wo so viele Leute sind, nicht? Hier ist extrem voll. Hallöchen, Leute. Okay, sie hat Zubehör. Ja, man weiß ja noch gar nicht, was die ganzen Werte bedeuten. Nicht? Die, die es im Early Access gespielt haben, wissen das wahrscheinlich. Okay. Wähle Produkte aus der Produktliste aus auf der linken Seite, um sie deinem Warenkorb zu legen. Du kannst sie mit der Schaltfläche in der Kaufliste gleichzeitig in den Warenkorb legen. Kaufen, um sie zu kaufen. Gut, das sind die Standardsachen. Nee, das sind die verbesserten Sachen, nicht? Wir haben 50.000 Gold. Nee, Lehrlingsstab, nicht? Das sind die Standardsachen hier. So. Genau, und hier kann ich hier sagen jetzt, ich will aber vielleicht doch eher Stoffgewand anstatt Leder oder was ich jetzt habe. Und später kann ich wahrscheinlich noch andere Sachen da machen. Warum kann ich da hoch? Es gibt doch immer einen Grund, warum man auf irgendein Dach kann. Da. Nee, das ist auch nur ein... Warum leuchtet das da? Wollen wir auf jeden Fall hin. Ich komm nicht hoch. Das Dach hat eine komische Box. Da ist noch was zum Sammeln. Da müssen wir hin. Oh oh. Nicht schon wieder stuck. Oh nein. Gesammelt. Sehr gut. Ah, da kann man sogar hoch. Okay. Es ruckelt schon echt hier. Oh. Alter Geheimdienstbericht. Gemischtwarenhändler. Eier, Tomaten. Schöne Bilder ausgewählt. Zwiebeln, Käse. Oh, da kriege ich Hunger. Oh, die Taverne. Hier sind wir zu Hause.
Ich brauche ein Miet. Ich will mir nichts verkaufen. Da lieg ich. Ich erkenne mich eindeutig wieder. Naja, gut. Nix im Gasthaus zu erledigen. Finde ich schade. Da können wir auch hoch. Warum? Ich will das andere F da links, bitte. Nein, nicht das. Jetzt hör doch mal auf. Das da will ich. Warum kommen wir hier hin? Keine Ahnung. Was ist das hier? Okay, wir verwandeln uns. Oder irgend so. Laslin resisted Revolupius, who had usurped the throne, but his dominion was taken by the Arcium Legion. However, Laslin was freed again by the Founder's Order, led by Captain Da Vinci, and the Laslin allied resistance forces were founded here. Okay. Region ist offen. Okay, keine Ahnung. Aber anscheinend muss man das aktivieren, um dann irgendwas freizuschalten. Wahrscheinlich Schnellreise oder sowas, kann ich mir vorstellen. Eine weiße Krähe. Spielen. Oh, das ist ja süß. Okay. Ein kleines Easter Egg. Einfach mit der Krähe spielen. Ah, dass sie noch nicht den Mais weggefressen hat. Unrealistisch. Du spielst bereits seit einer Weile. Bitte bedenke, dass es gesund ist, eine Pause einzulegen. Ja, ja, genau. Bin hier schwer am Arbeiten. Oh, er schwingt sich auch so hoch. Da ist der Fluss. Boah, hier wo die vielen Spieler sind, da merkt man richtig Slowdowns. Aber es ist ganz gut, sobald man nur ein bisschen aus dem Bereich ist, geht's wieder. Scheint eine solide Technik im Hintergrund auf jeden Fall zu sein. Und ich mag es, dass das kein instanzierter Server ist. Das hat WoW für mich getötet, so. Du läufst, auf einmal verschwindet der mit dir vorher läuft. So, das hat so Situationen wie, man wird überfallen oder man hilft irgendjemanden, der gerade angegriffen wird, einfach komplett gekillt, weil man auf einmal, man rennt auf den zu, auf einmal Serverwechsel. Oh, oder Instanzwechsel. So nervig. Das ist für mich keine gute Mechanik gewesen. Klar hat es technisch die Server entlastet, aber spielerisch hat es für mich den Spielflow komplett gekillt. Außer für die, die natürlich eh nur irgendwelche Runs machen und nicht das Spiel spielen. Für die ist das natürlich nicht relevant und... Ah, verdammt. Nochmal. So. Noch eine Notiz eines Jägers. Sehr gut. Hier waren wir schon. Ein Hund. Da können wir doch sicher auch was machen. Hallo. Hund. Spielen. Na du. Ja, bist ein ganz Weiner. Ja. Komm hier. Ja. Und weil du so lieb warst, füttern. Komm hier, kleines Leckerchen. Ich werf's einfach auf den Boden. Na, das ist ja fies. Ist da oben wieder der Space-Wal? Habe ich schon eine Weile nicht mehr rumfliegen sehen. Okay. Da oben waren wir, glaube ich, schon. Genau, da ging's hoch. Ich glaube, so langsam haben wir einmal die ganze Stadt abgelaufen. Hier waren die Kampfpuppen.
Die Gänge sind wir oben noch nicht lang. Oh, was ist das? Ich werfe meinen Blick durch. Okay. Nee, danke. Ich dachte, das guckt jetzt nach oben oder so. Hm. Da oben ist auch sicher was versteckt. Ja, das ist ein goldenes Entwicklertagebuch, oder? Und das ist nur... Oh, oh. Es war nix. Niemand ist runtergefallen. Nee, da war nur eine Fackel. Sind auch Händler. Arena gemischt waren Händler. Okay. Hier waren wir schon. Dann fehlt die Ecke hier noch so ein bisschen. Achso, das war das, wo wir hinter dem Haus die goldene Notiz gefunden haben, nicht wahr? Genau. Na dann gehen wir mal zu unserer Aufgabe, würde ich sagen. Damit wir auch noch ein bisschen was getan haben. Boah, ist hier viel los. Hallo! Welcome, brother. First time in Castleton. Well, if there's anything you want to know, ask away. Brother, you're here. Okay, das ist unser Lagergnom. Das hier will ich lagern. Das wollen wir lagern. Das wollen wir lagern. Das wollen wir lagern. Das hier kann ich lernen. Okay. Ich weiß nicht, wie viel können wir tragen? 130. Habe ich den Stab abgelegt? Nee. Doch, du bist jetzt... Nee, du bist jetzt aber Stab. Ach so, ich kann die Sachen, die angelegt sind, eh nicht ablegen. Okay. Weltraumblatt. Kraft des Weltraums. Da kann ich Abenteuer heilen. Okay. Mana-Regenerationstrank. Komm, das magische Pulver. Salz kann in die Lagerstätte. Und wir kriegen noch leckere Nahrung. Ja, die nehmen wir mal mit. Ja. Okay. Na, dann fragen wir ihn mal. Ich habe ein Zeichen von Clay. Oh, echt? Du kennst Clay? Ja, kenne ich. Wir kriegen Wachstumsmeilensteine. An den Wachstumsmeilensteinen können Spieler beliebige Inhalte oder Belohnungen einsehen, die je nach Fortschritt des Charakters freigeschaltet werden. Sowie Aufgaben, auf die sie Zugriff haben. Uff, uff, uff. Ein süßes Wauwau. Ja, na, mit einem süßen Wauwau ist doch alles gut. Okay, wo ist die Priesterin? Okay, auf der Ostseite des Platzes. Wie sollte es mir nicht gut gehen mit so einem doch hübschen Spiel? Hätte ich nicht gedacht. Und ich muss auch sagen, obwohl alle Leute oder der Charaktereditor nicht so viel Auswahl hat, sehen doch alle recht anders aus hier, nicht? Und das ist nur ein Server. Nicht? Es gibt ja irgendwie hunderte Server. Die werden natürlich nach und nach wahrscheinlich leerer werden. Aber mal gucken. Okay. Kann ich helfen, Grace? Ich möchte Martinai treffen. Das Clay-Zeichen. Okay. Martinai versteckt sich derzeit. Ich brauche das geheime Passwort. Okay. Um den ersten Teil des Passworts zu erhalten, sprich mit dem Gemischtwarenhändler. Auf der Suche nach einer roten Blume bin. Okay. Dann werden wir einmal durch die Stadt geschickt. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Und dass ihr einen schönen Abend habt. Und danke für immerhin 4 Likes. Die Kamera ruckelt heute ein bisschen, nicht? Ah, ja, ja. Das ist das Problem. Wenn die Software gleichzeitig alles bedienen muss. Ich suche nach einer roten Blume. Dann reden wir doch mal mit dem Gemischtwarenhändler Scott. Okay, er hat das Clay-Zeichen gesehen. Ja. Sieht auf jeden Fall wie ein Händler aus. Ich
Ich weiß nicht, was sie wollen. Okay, wo finde ich Martinet? Tut mir leid. Der erste Teil des Satzes lautet das Lichtfragment. Mhm. Ask the skills researcher for the other half. Just say you're looking for a red flower. Okay. Wir müssen jetzt nach Red Flower fragen. Da hinten. Also es gibt auf jeden Fall einen guten Spielfluss, muss ich sagen. Nicht? Wir können selber zu einer Katze werden, später oder auch anderen Sachen, wenn man Geld investiert, glaube ich, oder auch sucht und kauft. Hier zum Beispiel haben wir auch einen, ja, Fenrix-Wolf, nicht? Wahrscheinlich oder so. Do you want to learn a new skill? Ich suche eine rote Blume. Flüstert. Okay. Head to the Castleton Infirmary on the north side of town. Say the password, and you'll be allowed to enter. By the way, many of the townsfolk, including myself, have been brought to health by Martinet's healing skills. Please take care not to let anything happen to her. Keep an eye out for anyone suspicious on your tail, just in case. Okay. At first, Melky pretended not to know anything about Martinet. It turns out she had gone into hiding, fearing the Archaeum Legion. When you showed Clay's token to the villagers, told you where to go and gave you the full password. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Story holt mich ja gar nicht ab, weil sie auf Englisch ist, nicht? Klar gibt's die Texte auf Deutsch, aber dadurch, dass die Vertonung nicht auf Deutsch ist, holt sie mich ja gar nicht rein in die Welt, was die Story angeht. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ich glaube, viele, die jünger sind und die mehr und besseres Englisch haben vielleicht oder es gewohnt sind, Sachen auf Englisch zu gucken, für die ist das zugänglicher, aber für mich zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht der Englisch unfähige, aber es macht mir halt einfach keinen Spaß, nicht? Ich will ja ein Spiel entspannt haben und nicht dabei noch Englisch lernen und dann ist es auch immer nicht so ein einfaches Englisch, sondern so viele Worte, die man noch nie gehört hat, nicht? Gerade wenn das hier so ein bisschen mittelalterlich ist, ist das natürlich immer ein Problem. Und dann holt mich die Story einfach halt nicht ab, nicht? Eigentlich ist mir egal, was wir da quasseln, was ein bisschen schade ist. Und ich würde sagen, ich fliege runter und wir sehen uns in der nächsten Folge da unten wieder.